So. Na, wo ist die Tür? Hier? Okay. Nur Zombies, das ist in Ordnung. Au. Also zu viele Zombies auf dem Mal ist natürlich auch gefährlich. Ach, der lebt ja noch, der krabbelt auf der Erde längst. Nur so tot. Was mit dir? Aha. So, das scheint aber nur ein kleinerer Raum zu sein, oder? Ja, ich glaube schon. Dann machen wir den noch eben kalt und dann speichern wir ab. Ah! Komm her. Der liegt schon mal auf der Erde. Und du auch. Erledigt. Ach, es macht wieder richtig Laune, Leute. So, hier unten ist Ende im Gelände. Das ist doch schön. Ja, dann frage ich mich aber gerade so ein bisschen, was dieser Raum überhaupt gebracht hat. Außer Erfahrungspunkte jetzt. Kein Waffenständer oder so, oder? Nö. Sieht nicht so aus. War hier noch was? Nö. Doch, hier rechts ist eine kleine Kammer. Sehe ich gerade. Das geht dann noch weiter, ne? Ich gehe mal eben zum Speicherpunkt. Das wird doch gerade ein bisschen unsicher, das Ganze. Dann speichern wir jetzt mal wieder... Ja, hier oben drauf. Gut. Zack. Auch mein Tee wird ja ganz kalt. Kleinen Moment, ich muss mal eben kurz einen Schluck Tee trinken. So viel Zeit muss sein. Ja, ist klar. So. Bald 4000. Wenn wir 9000 haben, kann ich mir dieses Superschwert da holen. Oder Streitkolben oder irgendwas war das doch. So, jetzt erstmal den Bogenschützen da. Weg. Und alle hier rein. Boah. Das ist ein etwas größerer Zombie, oder? Nee. Das ist ein Heckmeiser. Da ist schon wieder einer am Rum. Schießen hier. Geh weg. So, da ist eine Truhe. Das sehe ich immer gerne. Alter. Da war eine Bombe drin, ihr Penner. Aber ein Heiltrank war drin, naja. Gut, hier ist anscheinend sonst nichts mehr. Doch, da geht's noch weiter. Was ist das hier? Nur ein Sarg? Oder ist das ein bestimmter Sarg? Weil der hier so extra... eingezeichnet ist, so sieht das irgendwie aus. Wir dürfen ja nicht vergessen, wir sollen ja noch so eine extra Grabkammer finden von diesem Bruder, von dem Ipswich, ne? Oder Ipswich. Wo kommt ihr denn jetzt noch einmal her? Wenn ich das mal so fragen darf. So. Habt ihr die Tür schon geöffnet oder war ich das? Oder ist da gar keine drin gewesen? Auch eine Möglichkeit. Da ist wieder ein Grab. Es geht noch weiter. Aha. Den müssen wir kalt machen. Hoppala! Verzeihung. Ha! Zombie! Echt einer meiner Lieblingslevel-Abschnitte hier. Ich mag diese düstere Atmosphäre mit den ganzen Särgen und Grüften und so. Das ist herrlich. Ich finde das schön. So, wo müssen wir denn mal lang? Hier unten, ne? Das ist ein bisschen unübersichtlich gerade hier. Wo, da, ach, du bist das, der da rumschießt.
Wie greift ihr mich gerade gar nicht an? Hätte ich bloß nichts gesagt! So. Geld? Nee. So, wie weit geht das hier denn noch? Hier ist jetzt endlich mal Ende. Das muss ja irgendwas gebracht haben, oder? Irgendwo muss doch hier ist der bestimmt... Ach, du bist ja ein Zombie. Irgendwo muss doch hier der Sarg sein. Oder? Da steht ein Geist einfach so rum. Ich bin der Meinung, hier muss irgendwo der richtige Sarg sein. Sonst hat das Ganze doch keinen Sinn gehabt. Hier ist nichts, ne? Echt nichts? Nischt? Das ist echt ein Ding. Also einfach nur mal hier hingelatscht für nischt. Aha. Und es sind auch keine Geheimgänge oder so eingezeichnet? Nö. Dann hat das Ganze hier irgendwie herzlich wenig gebracht. Aber okay, ist nicht schlimm. Hat er noch Geld bei sich? Nee. Okay. Dann speichern wir das nochmal wieder ab und gehen jetzt oben lang. Hm. Was auch immer dieser Gang gebracht hat, ist nicht schlimm. So. Ich kann übrigens nochmal eine gute Meldung verkünden. Ich hatte ja in dem... Ich weiß nicht, ob ich es in diesem Let's Play schon gesagt habe. Ich glaube schon. Und im letzten Let's Play hatte ich gesagt, dass ich eventuell wieder Zeitnot habe und Engpässe habe und dass ich wahrscheinlich ein Wochenende nicht aufnehmen kann. Das ist auch Tatsache so, aber ich glaube, an diesem Wochenende habe ich jetzt hier mittlerweile die vierte Session oder so in Gang. Also ich bin sowas von fleißig am Aufnehmen, dass ich bestimmt jeden Tag zwei Parts hochladen kann. Und wenn ihr das hier seht, dann ist die Zeit der aufnehmfreien Phase eigentlich auch schon vorbei. Von daher braucht ihr euch keine Gedanken machen, es werden wahrscheinlich jeden Tag zwei Parts kommen. Das kriege ich anscheinend in den Griff. Das ist cool. Freut mich. Das freut mich. Hey, da ist ein Zombie. Okay. Alter, da oben geht es schon wieder weiter, ne? Meine Güte. Gehen wir hier lang, gehen wir da. Wo gehen wir jetzt lang, ne? Das ist. Ich gehe erstmal den kleinen Weg hier rechts lang. Das ist ein Speicherpunkt. Ja, gut. Wenn er schon da ist, nehmen wir den mal eben. Habe ich jetzt ein bisschen Licht. Yay. So. Gucken wir erstmal hier längs. Ich drehe mal die Kamera so, dass wir auch was sehen können. Wahrscheinlich bin ich dann wieder irritiert, weil ich nicht mehr weiß, wo ich herkam. Aber okay. Oh Gott. Große Räume sind immer schlimm. Ja. Alles klar. Ja. Oh, so, ihr beiden noch. Zack. Ach, du bist schon tot. Auch. Gut, ich drehe die Kamera wieder so. Sonst kriegt das mit der Karte nicht auf der Reihe. Ich weiß ja nicht, wo Norden, Süden, Osten, Westen ist. Vor allem, das wird auch nicht angezeigt. Das ist ein bisschen schade. Oder ich sehe es nicht. Hallo. Oh, du bist auch weg. Erledigt. So. Hier unten ist Ende. Oh Mann, was sind hier wieder für viele Gänge, ey. Ja, du komm her. Assi. So. So. Truhe wollte ich gerade sagen. Kiste. Kann ich hier rein? Nee. Oh Mann, wieder so viel. Ach Mensch. Es ist eigentlich auch ein Spiel, was sich super zu zweit eignet, aber ich hatte jetzt eigentlich mal Bock wieder auf ein Let's Play alleine. Ich würde es sonst normalerweise auch ganz gerne mit meinem Neffen durchspielen wollen.
So, kleine Unterbrechung war da mal eben, weil hier wieder jemand hochgekommen ist zu mir und wollte sich einen Film ausleihen. Gerade habe ich vom Zockerteam gesprochen, da kommt er die Treppe hoch und wollte sich einen Film ausleihen. Was ich sagen wollte, war, dass man die Spiele halt auch gut zu zweit spielen könnte. Und den zweiten Teil dieser Reihe von Baldur's Gate Dark Alliance habe ich auch mit meinem Neffen zusammen gespielt. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, also wenn ich Teil 2 irgendwann nochmal Let's Playen sollte, dann könnte man das vielleicht auch im Rahmen eines Let's Play Togethers machen. Und dann spielen wir das zu zweit durch. Ich weiß ja nicht, wie das ist, ob ihr das möchtet. Also wenn ich Teil 2 irgendwann nochmal spiele, ich weiß es noch nicht. Möchtet ihr das dann, dass ich das alleine spiele und euch präsentiere? Oder hättet ihr auch Interesse dran, dass der Zocker-Timo mitmacht und dass wir das zu zweit kommentieren? Dann wird das wahrscheinlich alles ein bisschen lockerer und lustiger vielleicht auch. Könnt ihr euch mal schreiben, wie ihr das meint. Auftragsgegenstand, ihr habt ein merkwürdiges Amulett gefunden. Das ist das Amulett von dieser einen Frau, dessen Namen ich vergessen habe. Deren Namen ich vergessen habe. Wie heißt sie? Hieß denn die noch? Also egal. Die wollte doch das Amulett von ihrem Freund... Nee, gar nicht wahr! Das war für den Ipswich. Von dem toten Bruder wollte er das Amulett haben, das wollte er seinem Sohn vermachen. So hat er, glaube ich, gesagt. Ja, ja. Das haben wir schon mal. Das ist doch gut. Können wir also wieder einen kleinen Auftrag erfüllen. Hat sich doch schon mal was gelohnt. Und da krabbelt wieder ein halber Zombie am Boden rum. Sehr geil. Da war was zum Einsammeln. Habe ich wohl eingesammelt. Okay. Hör doch mal auf, mich mit Pfeilen zu bombardieren. So. Ich möchte eigentlich auch gerne noch ein paar Pfeile aufschonen, weil ich weiß, dass es irgendwann noch einen Endgegner gab, den man nur mit Pfeilen besiegen konnte, weil der ziemlich, hektisch war. Und von den Angriffsmustern her war das halt von den, also mit Pfeilen sehr gut zu bekämpfen und, macht eines einiges leichter. Deswegen würde ich gerne ein paar Pfeile aufschonen, wenn sie dann wirklich mal nötig sind. Ich stehe drauf und hau ihn kaputt. Sehr geil. So, jetzt war ich hier in der Mitte noch ein Gang, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe. Hier zum Beispiel. Aber hier ist nichts Dolles, oder? Na. Und daneben noch. Hier kann man auch noch reingehen. Gucken, ob das was bringt. Außer, dass wir irgendwelche Gegner aufschrecken. Das sieht nicht so aus, als wäre da was Tolles. Dann gucken wir hier in den Gang nochmal rein, ob da was ist. Und ansonsten, haben wir diesen Bereich auch geklärt. Aber hier scheint auch nichts Tolles zu sein. Gut. Dann verlassen wir diesen Bereich und dann haben wir nur noch eine Richtung, in die wir gehen können. Was für Glück wir doch haben. Das mit den Geistern, die hier überall rumstehen, finde ich irgendwie eine schöne Atmosphäre. Das macht das Ganze doch recht interessant. Finde ich schön. Okay, speichern wir ab. Das Blöde ist, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie viel wir aufgenommen haben durch die eine Pause, die ich da jetzt eben rausschneiden musste. Mein Aufnahmeprogramm zeigt eine halbe Stunde an, aber so viel ist das nicht. Ja, egal. Anni, wir haben zwei Richtungen, sehe ich gerade. Wir können hier links nach und oben. Dann gehen wir erstmal links. Bevor wir eine neue Tür öffnen. Jetzt hör mal auf, mich zu beballern. Honk. Du lebst ja immer noch. Was ist denn los mit dir? Sterb doch mal. Ja, stirb doch mal so. So. Du auch. Geh weg. Schönes Ding. Jo, da ist noch eine Kiste. Ein Bottich, irgendwie sowas hier. War hier noch was? Nö. Mal sehen, was wir hier... Vielleicht finden wir hier das andere Teil, was wir noch suchen sollten. Ach nee, das wäre gar nichts mehr, was wir suchen sollten. Das war eine Nachricht von... Wie hieß der noch? Kaisen, ne? Richtig, Kaisen. Aber Kaisen werden wir bestimmt nicht hier unten finden. Hier sind wieder nur ein paar Zombies, das finde ich schon mal ganz gut. Die machen
komische Geräusche manchmal. Was ist hier? Nischt. Nischt ist nicht viel.